So, Hallihallöchen, so herzlich willkommen hier bei Shadow of the Lootbox. Ja, ist ein Pixel-Ego-Shooter. Mir gefällt es, so für 8 € kann ich sagen. Ich habe zwei Videos dann dabei gemacht, wo man ein bisschen ein paar Sachen sieht. Gibt natürlich noch mehrere Levels, Schneelevel, Wüstenlevels, Weltraumburgen, alles mögliche halt. So, ist auf jeden Fall cool. Kann auch so, wenn man schnell ist, in 2 Stunden Platin kriegen oder so. Ja, geht auf jeden Fall gut ab, mir gefällt es. Sag ich einfach mal, viel Spaß euch. So, hallo, herzlich willkommen hier bei Shadow of Lootbox mit Six so live angezockt. Ja, losgepackt ist auch schon. Ja, mal fortsetzen. Sonst hier kann man ja, Steuerempfindlichkeit, die war ein bisschen höher und viel zu ja, kann man gar, trifft man gar nichts. So, live sollten wir auch einstellen. Musik war ein bisschen komisch, na okay. Das ist meine Ansicht, na okay. So, was fortsetzen, so alles klar. So, Level 2, erster Level ist Tutorial, da gibt es so keine Waffen, keine Gegner, nichts, gar nichts. So, erst jetzt findet man die erste Waffe. Und ja, es gibt auch hier vier hier so Kisten, Lootboxen. 4 Stück, die sehen komisch aus und jeder ist halt so eine Waffe drin, 4 Waffen gibt es. Nicht vergessen, sonst kriegt man die Trophäen nicht. Ich muss das Spiel jetzt nochmal machen, weil im fünften Level ist die letzte Waffe. Der Raketenwerfer und ja, natürlich hat er die Trophäen nicht mitgenommen, sonst habe ich alle mit Platin-Krieg. Na, deswegen bin ich jetzt hier eh noch mal dran, noch mal am Zocken. Kann ich euch doch so zeigen. Hier kommen auch wenig Gegner, deswegen zeige ich jede Level. Der geht ein bisschen mehr ab als eben das Tutorial. So, ich jetzt durchpacken hier ganz schnell, ratzfatz. So, man könnte jetzt in so eine Stunde so packen für Platin, Stunde anderthalb. Freaks halt, die alles auswendig kennen. So, ich habe das erst einmal durchgepackt, hatten ja bisschen länger. Man rennt ja immer ein paar Mal hier rum, deswegen. So. Ja, springen kann man. Ganz am Anfang immer gar nichts. Da muss man nur Erfahrungspunkte sammeln. Jetzt hat man halt wegen hier so ein paar Sachen freigeschaltet. Hier mit hier kann man Sachen gucken. So, man hier, die schalten mal alle nacheinander frei. Also man kriegt immer wenn man Kisten benutzt oder so. Da unten der blaue ist quasi die Erfahrungsleiste, dann hat man immer ein Level. Wo man Gegner tötet, glaube ich auch. Weiß gar nicht, habe ich gerade nachguckt. So, auf jeden Fall muss man die Sachen freischalten. Erstmal da rennen, springen, mit Objekten, also Hebel bedienen, Türen öffnen. Tja, als ob der keine Türen öffnen kann. Von vornherein, nee, da kann ein Mensch nicht, geht nicht. Und dann erst hier unten, die 8 Dinger, die sind halt wichtig, da mehr maximal Gesundheit und so weiter. Ja, Munition, so, man kann auch nichts vergessen. So, dann gibt es hier noch hier so einen Shop. So, man hat da $50 am Anfang. Und ja, ich könnte jetzt auch hier Schlüssel zweimal kaufen. Muss aber nicht. Den findet man sowieso. Und man hat nur $50 am Anfang. Für eine Trophäe muss man $25 ausgeben, also die Hälfte. Dann das komplette Geld verheizen. Und könnte man machen für die Trophäe. Danach macht man einfach Level neu starten. Hat ja mal die Trophäe. Bei viel Kohle kriegt man im Spiel nicht. Höchstens gibt hier dreimal so Stellen. Da ist hier irgendwas Grünes. Fragezeichen. Da kann man da mit interagieren und dann kriegt man einen Zehner, $10 oder so. Also insgesamt kriegt man 30, $40 oder so. Deswegen lohnt sich das gar nicht. Besser man hebt es auf. Irgendwann muss man Diamanten sammeln. Die kriegt man von Gegnern. Dann muss man auch die Kohle nicht investieren. So, hier muss ich gleich drüber springen. Ja, erstmal die Schlüssel finden, was ist denn hier überhaupt los? Also ne, geht direkt ab. So, alles klar. So, und dann kann man hier noch Lootboxen. So, jetzt habe ich hier die Special-Kiste halt. Öffnen. So, da ist Pistole drin, mehr Gesundheit, Erfahrungspunkte. Guck, kriegt man davon auch. So, alles klar, jetzt hat man die erste Waffe. So, dann gibt es noch die Schrot- und Endmunition. Ja, dann gibt es noch Schrotflinte. Ja, und ein Maschinengewehr. Also ein Sniper quasi. Also das kann man Kisten kaputt machen, aber nicht jede. So, da ist da sonst eigentlich nie mehr drin. So, jetzt beginnt der Level quasi. Ja, eine Maschinengewehr hat, also wie ein Scharfschützengewehr sieht aus, hat ein Zielfernrohr, man kann nicht zielen. Ja, okay. Gut. So, jetzt hier vorne hier ist ein Wanderer, mit dem kann man reden. Danach kann man den auch abknallen. An nur den, die anderen Leute kann man nicht abknallen.
Und muss man dreimal kommt so ein Typ da vor im Spiel, der kriegt ohne Trophäe gemacht. Hier im zweiten Level, im sechsten und im elften. So, 16 Level gibt es. So, da hat mir sogar jetzt auch irgendwas gegeben. Ah, ich brauche schon jetzt so, alles klar. So, sonst kommen hier so Robotergegner. Da fängt schon an, hier Roboterspinnen halt. Da, was da leuchtet, da ist wieder so eine Kiste, aber normale Kisten. Also ich könnte jetzt hier auch kaufen. Halt hier im Shop. Oh ne, noch nicht. Gut. Muss ich zwei Schlüssel kaufen, weiß ich gar nicht. Ob man jetzt direkt vier Schlüssel kriegt, wo ich brauche. Ja, wie rennt man denn jetzt hier so rum? Jetzt das zweite Level. Die Levels sind alle verschieden. Irgendwann ist man eine Wüste im Schneegebiet und welche Weltraumstation, keine Ahnung, alles Mögliche. So, dann hier sind so Einheimische, so, die machen, haben so Minijobs für mich. Das ist aber nur hier in so einem Level. Und im anderen Level ist das auch normal. Also gibt es nicht in jedem Level, dass sie über hier so Nebenmissionen sind. Das gibt es nicht. Kürzeste Level dauert 10 Sekunden oder so. Da steht, da ist alles hier wie im Weltraum, da schwebt alles darum. Aber ich meine, was geht hier ab, voller Hardcore-Level? Zack, direkt Schlüssel, direkt im Tor, direkt Level geparkt. So, lächerlich. 10 Sekunden geparkt, na gut. So, na gut, so rennt man halt hier rum. Jetzt muss man hier so eine Mission machen, ich weiß gar nicht was. Ah, gelb. Jetzt will ich hier so einen gelben Roboter kaputt machen. 4 Stück oder so. Ja, hier, erstmal die Kiste sammeln. So, jetzt hier gelbe mich kaputt machen. Klar, mit der Pistole dauert das länger und ja, super, jetzt habe ich alle hier angelockt. Klasse, wer hat die? Ah, ich habe ein Level vom letzten Endgegner. Kann ich den noch gleich im Anschluss noch zeigen. Dann zeige ich wenigstens die Munition und alles, die Waffen. Und ja. Wie gesagt, das jetzt hier schon durchzupacken, hier Level schon größer, manche sind kleiner, die Levels. Dann ab und zu muss man hier Pilze sammeln für den einen Typen und so. Ja, das ist ganz cool. Ah, hier so Easter Egg gibt es doch. Super Mario-mäßig halt. Oh, ja, nicht in die grüne Turtelschleinsuppe nicht reinfallen. So, muss doch 30 Kisten finden für ohne Trophäe. Also geht gerade 20, 18 Stück oder so sind jetzt. Was mit dem? Ist er da am Pennen oder hat? Ah. So, da ist schon hier einer, cool. So. Ja. So, lassen Sie mich mal in Ruhe. Ist noch mal. Ja, Grafik, naja. Gut, für 8 Euro kann man nichts sagen. So, jetzt hat man hier jetzt die andere Kisten. Wie gesagt, ich kann das öffnen, mache ich meine Energie wieder voll, weil man holt die Energie mit und die Munition im nächsten Level. Hast du zuerst gar nicht gerafft, einmal hatte ich nur 2 Energie oder so. Zum Glück habt ihr genug Kisten. Beim letzten Gegner, so ab Level 11 oder so, sollten wir eben ein paar übrig lassen. Ich weiß jetzt aber. Du, das hier sind nur so normale Kisten. Gewehrmunition, ja gut, ich hab die Gewehre gar nicht. Was ist das für eine Kiste? Schrotflinte, okay, so zweite Waffe schon. Gut, alles klar. So. Na gut, ich muss ja trotzdem noch weiter spielen. Bis ich fünfte Level und dann den Raketenwerfer habe, damit ich die Trophäe kriege für Platin. So, ich muss die Mission hier gar nicht machen. Die Mini-Mission, die geben eh nur Erfahrungspunkte oder so. Und irgendein Kram, ne, andere Kisten geben die sonst eigentlich gar nichts. Deswegen habe ich nur ein Level, ne, oder? So, noch nichts. Deswegen ich kaufe einfach mal hier die 2, ist mir egal jetzt. So, bräuchte aber eigentlich nochmal 2. Und ja, wo die sind, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht auch in irgendeiner Kiste oder so. Ja. Gucken wir mal, auf jeden Fall Schrotflinte geht schon mehr ab. So, ah ja, die lassen, die, oh, ist aber, die hinterlassen sogar mal Energie, ist aber, also Energie ist auch selten, dass sie Energie hinterlassen. So, hier den Typ muss man einen Brief hinbringen und so. Das sind halt die Mini-Aufgaben. So, aber ich brauche ja Schlüssel. Ich weiß nicht mehr, wo das war.
Ja, dann muss man halt zurück, dann in ein Tor rein und dann hat man das Level halt gepackt. So ungefähr. Da, hier ist das Tor. Wo mehr kommt, weiter kommt. Warten jetzt, ich brauche 4 Stück. Wie gesagt, 2 habe ich. Und ja, muss man halt die anderen noch finden. Dann ist quasi die Level gepackt. Ja. Fragt mich jetzt nicht, wo die anderen sind. Was ich jetzt dafür genau machen muss, weil ich kann wahrscheinlich von jedem hier eine Mission oder so machen. Deswegen, darauf habe ich aber jetzt keinen Nerv. Wie gesagt, eine Stunde oder so für Platinum ganz schnell rumlaufen, das packe ich nicht. Noch nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich hier rumlaufe. Aber und wie gesagt, hart ist das, dass man immer die Energie mitholt halt. Das ist hart. Ich renne einfach mal hier rum. Gucken wir mal. Ja, wenn nicht, dann gibt es hier noch so komische Tricks. Endgegner gibt es 3 Stück. Einmal sind das sogar so 3 Bären oder so. Dann hier so ein Riesenklotzkopf. Und ja. So, jetzt zeige ich dann jetzt hier noch so einen Trick. Also hier hoch muss man hier oder muss man nicht, weiß ich nicht. So, hier an so Bergen kann man einfach, wenn man schnell springt, am besten mit L2 und mit Kreis. So, dann kann man halt hier hochgehen. So, das war's. Scharfschütze, Camper-Modus. Ja, so. Muss man nur ein bisschen ab und zu mal rumdrücken, da kann man so rumlaufen. Na, hier ist so ein Typ, der schwimmt, keine Ahnung, da sollten wir auch nicht reingehen. So, halt hier so ein Trick, wenn man runterfällt, klar, zieht Energie ab. Ab und zu kann man noch höher. Da kann man überall machen, wo hier so Berge sind, an Häuser geht leider nicht. Ja, da kann man fast überall machen. Plus aufpassen, wenn man runterfällt. Einmal habe ich sogar schon mal so einen Grafikfehler entdeckt, dann halt. Ja. Na gut, gibt noch ein paar Gegner, die können schießen. Naja. So. Na gut, dann zeige ich jetzt noch ein paar andere Waffen. Halt, die sind im anderen Video mit drin. Und ja. Dann geht das auch mal ein bisschen mehr ab hier. Wo ist denn hier? Ne, kein Bock hier auf die Spinnengegner. So. Oder was ist hier noch, wenn ich hier rumlaufe? Tja, keine Ahnung. Da muss ich halt Missionen machen und dann irgendwann in irgendeiner Kiste sind halt die anderen 2 Schlüssel und ich habe jetzt hier alles abgesucht, kann das sein. So kriegt man halt dann die anderen Schlüssel. Ja, gut. Dann zeige ich halt ein anderes Video noch dann dabei. Und dann ist das gut. Wissen aber. So, ja, hab ich mir gegönnt für was weiß ich nicht, 8 Euro oder so. Ja, ich mag so Pixel-Ego-Shooter hier. Deswegen, ja, hier bin ich Champion Let's Endgegner. Ja. Ja. Gibt's 16 Levels. Und ja, der ist halt da drin. So sieht die ungefähr die Grafik aus. Jetzt zeige ich mal die Waffen, die ich habe gerade. So, das ist die Pistole, die hat eine ähnliche Munition, die anderen muss man erst finden. Die Waffen halt. Schrotflinte. Dann hier ja, Maschinengewehr. Ja, Sniper eigentlich. Man kann aber nicht snipen. Keine Ahnung, warum dein Zielfernrohr drauf ist. Verstehe ich selber nicht. Naja. Und dann noch Raketenwerfer. Ja. So, und dann, ja, hier sind so Kisten. Gemeinsam halt. Lootboxen. So, und ja, kann man mit Viereck, hier kann man Fähigkeiten verbessern, geht nur bis Level 13, gibt auch eine Trophäe. So, die kann man dann, immer ist dann was Grünes unten, wenn da steht freischalten, das ist dann grün, muss man X drücken, man kommt, man kann nichts vergessen halt, quasi. So, dann kann man hier noch, na hier Lootboxen, kann man auch so eingeben. So, jetzt hat man halt die Kisten, die kann man dann, was ist denn hier? So, die kann man dann halt machen, dass man die öffnet und dann kriegt man halt Munition oder Herzen und so weiter, also Energie wieder zurück. Das ist dann meistens Zufall. Und hier ist ja quasi noch hier der Shop. Man hat $50 hat man am Anfang.
kriegt man nicht drauf hin, wenn man die komplett ausgibt und nur die Hälfte ausgeben. Man kann halt Geld aber sparen, also viel Geld im Spiel kriegt man nicht. Höchstens gibt die jeweils so drei Stellen, da kriegt man jeweils einen Zehner oder so. Oder $20. Man kriegt insgesamt höchstens 30, 40 Dollar, wenn überhaupt. Irgendwo in irgendeiner Stelle kann man X drücken und dann kriegt man halt Kohle, wenn so ein Fragezeichen oder sowas ist, keine Ahnung. Und nur dann kriegt man Geld und deswegen, man kann auch ein Level immer wieder neu starten, nur für die Trophäe gerade holen, danach starten wir einfach wieder neu. Wenn man Geld ausgeben hat, dann kriegt man die Trophäe auch. Dann macht man einfach Level wieder neu starten und dann ist das gut. Weil besser wäre, man hätte hier auf jeden Fall genug Munition. Nur mal so zeigen, wie das aussieht. Hier muss man zum Beispiel die vier Dinger abknallen. In der Zwischenzeit macht der Endgegner halt, keine Ahnung, hier so Bombenregen. Da kommen noch Gegner daraus. Ja. Hier ist jetzt der dritte Endgegner oder so. Also ist aber der letzte halt. Drei Endgegner gibt es insgesamt oder so, also vier. So. Dann eins habe ich schon verrafft. Da kommen auch hier so Kastengegner sind halt. So, hier die Dinger sollen wir ohne reingehen, zieht auch Energie ab. Und jetzt könnte man den halt Energie abziehen, dem Klotz. Und so sieht halt aus. Na egal. So, einfach mal von der Steuerung und so weiter. Viel kann man eh nicht machen. Gut so. Hauptmenü. So. Weil das Spiel ist durchgepackt. Wie gesagt, Platin kann man so eine Stunde oder so kriegen. Wahrscheinlich. Ich muss aber ein neues Spiel machen, weil an irgendeiner Stelle, im fünften Kapitel oder so, ist eine Trophäe, die mir fehlt oder so. Deswegen muss ich das nochmal neu machen. Und ja. Deswegen. Wartet erstmal hier oder was? Ja, so. Naja, hoffentlich hat das Video Spaß gemacht. Mir hat das Spiel auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr mögt, mich bitte liken, abonnieren. Und das war's. Und auf Wiedersehen. Tschüssi.